Viele namhafte Unternehmen im Sendegebiet sind Partner von München TV geworden. Mit ihnen realisieren wir Wirtschaftssendungen, die wir mit Business TV kennzeichnen. Business TV-Sendungen entstehen in inhaltlicher Zusammenarbeit und mit finanzieller Unterstützung durch unsere Businesspartner. Die folgende Sendung ist ein Business TV-Format in Kooperation mit der Lejeune Academy. Ah ja. Herrlich schön. Guten Herzlich Morgen, Herr willkommen. Dr. Freut mich sehr. Freue mich auch. Alles mich Gute auch. Zum neuen Jahr. Wünsche ich Ihnen auch. Und grüß Gott in der IHK München. Wunderschön. Also jetzt sagen Sie mir doch mal ein bisschen die IHK. Was ist denn alles passiert jetzt hier? Das machen wir gerne. Ja. Also wir hatten ja die große Generalsanierung von 2011 bis 2018. Da sind wir wieder eingezogen. Wir haben 7 Jahre gebraucht. Aber das ist ein Volldenkmal, innen wie außen. Und da muss man natürlich dann ein bisschen Rücksicht nehmen, ob das die Fenster oder die Bausubstanz anbelangt. Die ganze Gebäudestatik musste neu gemacht werden. Das war das eigentliche Problem, dass die Decken oder die Böden, auf denen wir hier stehen, nicht mehr tragfähig waren. Das Haus war nicht gebaut für die Zwecke, die wir dann eingesetzt haben. Hier war mal ein Antiquitätenhändler, ein jüdischer Antiquitätenhändler. Das war der Eingang in das Antiquitätengeschäft. Darüber Wohnungen. Das Gebäude konnte die IHK 1935 kaufen. Gott sei Dank zu einem Marktpreis. Wir haben da keine schwarze Geschichte oder braune Geschichte sozusagen. Wurde ein anständiger Preis bezahlt und gab auch nie Rückforderungen dann von der Familie später. Im Gegenteil, man hat uns dann noch ein Belobigungsschreiben aus New York geschickt, dass das alles so gut gelaufen ist. Hier sind wir seit 1935, wie gesagt. Und das eigentliche Gebäude, da können wir jetzt einen Schritt drüber gehen, der IHK und der Börse. Das wurde 1901 gebaut und dort begann sozusagen dann die Geschichte hier Maximiliansplatz. Aber, Herr Löschen, wir sind schon 180 Jahre alt. Aber da zeige ich dann gleich was. Ja, ja. Aber was auch schön ist, ich bin ja zuerst gerade reingekommen, also auch der freundliche Empfang. Wie hat sich denn dieses wunderbare Haus entwickelt auch auf die Stimmung Ihrer Damen und Herren hier? Das ist natürlich positiv, weil ein Großteil der Mannschaft hier jetzt ist. Wir haben noch einen zweiten Standort am Ostbahnhof, wo ganz viele Seminare, Weiterbildungsveranstaltungen stattfinden und auch das sogenannte Backoffice zu Hause ist, also dort, wo Rechnungswesen gemacht wird, Mitgliederbetreuung oder die telefonischen Auskünfte, die immer noch sehr, sehr wichtig sind, die schnelle Erreichbarkeit. Hier ist der Rest des Teams, hier sind dann auch viele Veranstaltungen mit Politik oder mit Gesellschaft. Und hier findet man sich zusammen und hier versuchen wir auch, Herzlichkeit auszustrahlen. Wir geben jeden Tag Vollgas, damit man nicht nur gute Auskünfte bekommt, sondern auch Auskünfte bekommt, die von Mensch zu Mensch kommen. Das wollte ich gerade sagen, diese Menschlichkeit, das merkt man ja förmlich, ja? Dass man eben einfach irgendwie sagt, man ist irgendwo in einem Platz, wo gute Laune stattfindet, weil schlechte Laune nimmt einfach viel Energie von uns Menschen. Das sind ja auch Sie. Sie strahlen ja auch irgendwie so gute Laune aus. Wie wichtig ist denn für Sie, dass Sie sagen, die IHK ist auch so ein gute Launebringer? Unbedingt. Also das Bild, das ich immer eher habe, ist, das ist Heimat der Wirtschaft. Wir wollen Unternehmerinnen, Unternehmern eine Heimat geben, genauso wie Auszubildenden oder Mitarbeiterinnen, Mitarbeitern aus den Unternehmen, die sich bei uns weiterbilden. Sie sollen sich hier wohlfühlen. Sie sollen nicht das Gefühl haben, sie kommen in eine Behörde, das wäre tödlich. Also hier bist du zu Hause. Dieses Haus gehört ja der Wirtschaft. Das gehört ja nicht der IHK, sondern das hat die Wirtschaft bezahlt. Und das ist die Heimat, das Wohnzimmer der oberbayerischen Wirtschaft. Also ein schöner Begriff. Sie haben ja 380.000 Bewohner quasi, oder? 410.000 Mitglieder sind das Wahnsinn. Die größte IHK in Deutschland. Ja, ja. Aber ist es in der Zwischenzeit auch durch die veränderten Wirtschaftslagen, kommen da mehr Mitglieder auf Sie zu, die rein wollen? Oder? Also wir wachsen immer noch. Ja. Allerdings ist es jetzt so der Trend seit einigen Jahren, dass die Selbstständigkeit, die ja Voraussetzung ist, dass man Mitglied wird bei IHKs, die gewerbliche Selbstständigkeit so auf zwei Beinen erfolgt, was vielleicht gar nicht so schlecht ist. Also viele Menschen, Frauen wie Männer, völlig egal, jedes Alter, kommt aus einem Beschäftigungsverhältnis und bleibt erstmal in einem festen Beschäftigungsverhältnis und beginnt sozusagen in Teilzeit mit einer Selbstständigkeit. Man will das testen.
Man will sich so schrittweise hineinentwickeln. Und erst wenn es richtig gut läuft, dann geht man den Schritt ganz rüber. Aber viele Menschen wollen eben auch noch diese soziale Absicherung haben, die sie ja mit einem festen Job im Angestelltenverhältnis haben und als Selbstständige nicht mehr. Mhm. Wobei, sagen wir mal, diese Absicherung, das ist ja auch, sagen wir mal, nicht mehr so einfach. Ja? Also man kann ja heute sowohl in großen Unternehmen plötzlich nicht mehr so sicher drin sein. Ja? Die einzige Sicherheit ist ja für Menschen, dass man sagt, ich habe Spaß an der Arbeit, ich bin diszipliniert, ich schaue nicht auf die und sage, oh, Gott sei Dank ist jetzt schon wieder Feierabend, sondern ich tue einfach die Extrameile. Wie sehen Sie denn das jetzt als Hauptgeschäftsführer der IHK? Also das ist ja auch wichtig, weil wir brauchen ja wieder Arbeitskräfte, wir brauchen wieder Menschen, die sagen, Mensch, jetzt spuck mal über die Hände, jetzt greifen wir mal wieder richtig an. Wie wichtig ist das denn für die IHK? Das ist eine Kernbotschaft von uns, im Übrigen auch in Richtung Staat gerichtet. Lass die Unternehmerinnen und Unternehmer Unternehmer sein. Ja. Befreit sie von bürokratischen Auflagen, lasst sie arbeiten, sagen übrigens ganz viele unserer Mitglieder. Lass uns doch bitte arbeiten, wir wollen nicht immer nur dokumentieren und Papiere oder Dateien ausfüllen. Lass uns machen, das wollen wir auch. Wir sehen allerdings schon in unserer Gesellschaft einen Trend, zumindest in den letzten Jahren war der so, eher sich ein bisschen zurückzunehmen, Work-Life-Balance. Eine Balance ist immer gut und wichtig im Leben. Aber letztendlich, ich sehe das ganz genau wie Sie, wir müssen anschieben aus Deutschland, wir müssen anschieben aus Bayern. Übrigens schon, weil wir alterungsbedingt viel zu wenige junge Menschen haben, die irgendwann die viel zu vielen Älteren ja auch mitfinanzieren sollen über die Rente. Und das geht eigentlich nur, wenn wir alle mehr arbeiten. Das ist eine klare Botschaft. Wir müssen mehr arbeiten. Wir sollen auch wollen. Ja. Es macht doch auch Spaß. Ja. Und wir erleben es bei vielen älteren Menschen auch, die noch anfragen, auch bei uns, ehemalige Mitarbeiter, können wir ein bisschen noch mithelfen? Kann ich in der Rente noch ein bisschen arbeiten? Gar nicht so sehr, weil sie müssen, sondern weil sie damit soziale Kontakte erleben oder eben auch ihre Erfolgserlebnisse haben. Und wir bleiben länger am Leben und länger gut leben, wenn wir doch aktiv bleiben. Und ich bleibe dabei, also wir brauchen auch Menschen, die irgendwie gesund denken. Ja, und ich meine, ich stelle mir das ganz ehrlich schrecklich vor, wenn man jetzt sagt, na gut, also der Staat unterstützt mich schon, ich bin also jetzt Montag noch 4 Stunden und dann Mittwoch schaue ich wieder auf die Uhr und Donnerstag, Freitag arbeite ich sowieso nicht. Das ist ja so ein, naja, Trend ist ja nicht, aber unangenehm. Wie geht ihr denn von der IHK da mal vor? Wie geht ihr, ja, im wahrsten Sinne des Wortes, dagegen? Und wie motiviert ihr eure Menschen, dass ihr sagt, Mensch, ist doch schön, wenn man super arbeiten kann, ist doch schön, wenn man gut denken kann, wenn man frei denkt, wenn man im Herzen einfach offen ist. Ja? Das ist ja sowas Schönes. Also wir können ja nur einen Beitrag leisten, indem wir deutlich machen, wie wichtig das für die gesamte Gesellschaft ist, dass Leute arbeiten wollen, dass Leute anschieben wollen. Über unsere Weiterbildung, Management-Seminare versuchen wir genau diesen Geist reinzugeben, dass das auch Spaß macht, wenn man in Verantwortung geht. Übrigens auch in Führungsverantwortung. Die neue Generation sucht die gar nicht mehr so sehr, weil sie damit eben auch Verantwortung für andere übernehmen soll. Und wir sagen, es macht doch Freude, es macht Spaß. Ich kann das als Person sagen, unsere Führungskräfte, die das auch vorleben und sagen, es macht Freude, Verantwortung zu übernehmen. Und aus der Verantwortung heraus kann ich was bewegen. Und das kann ich auch nicht alleine. Dazu brauche ich ja Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die mit am Seil ziehen und sagen, komm, das packen wir jetzt. Wie eine Fußballmannschaft, wenn du einen tollen Superstürmer hast oder was auch immer, oder einen Spitzentorwart, das wird nicht reichen. Du brauchst gute Mannschaften und alle müssen wollen. Das haben wir jetzt in Katar erlebt. Ja, und wir brauchen vor allen Dingen Leute, die Tore schießen. Ja? Also ja, und die finden halt im Strafraum schießt man Tore und nicht im Mittelfeld. Genau, und so, ich muss nach vorne. Nach vorne, genau. Jetzt gibt es ja dieses wunderschöne Duo, Professor Lutz und eben Manfred Gößl. Ihr zwei seid ja wirklich wie geboren. Ja? Also ihr passt wirklich zusammen. Klaus Lutz gibt also auch mal nach vorne mal Gas und sagt mal wirklich den Finger in die Wunden. Ja. Und das finde ich toll. Ja. Ja, das gibt ja auch, sagen wir, der IHK noch mehr Tempo, noch mehr Motivationskraft, noch mehr Begeisterung. Und das braucht es, dass man einfach mal sagt, hey, aufwachen. Und ich glaube, das brauchen wir alle. Also, in der Person unseres Präsidenten, das war auch in der Vergangenheit so, haben wir ja immer Leute, die wirklich Erfolge erzielt haben, nachweislich. Ja.
und die sehr gestanden sind im Leben und immer auch Führungsverantwortung hatten, ja, zum Teil ja auch ein Familienunternehmen geführt haben, wie der Vorgänger Dr. Sasse. Ja. Klaus-Josef Lutz ist ein Manager, der Unternehmen ja auch aus der Krise geholfen hat, sie wieder stark gemacht hat. Ja. Das passt wunderbar jetzt in diese Zeit der Krisen, ja, der multiplen, ja, Krisen, die wir haben, dass du jemanden hast, der sagt, hier ist die Fahne, hier geht's lang. Hier geht's lang. Ja. Und aber auch dann klare Worte spricht, nicht verletzend oder, nein, beleidigend, das sind wir, nein, nicht, das wollen wir auch nicht, wir sind auch keine politische Partei, aber im Interesse der Wirtschaft zu sagen, bis hierhin und nicht weiter oder diese Richtung ist grundlegend falsch, das wird uns vielleicht nicht jetzt einholen, aber in 5 Jahren, das erwarten die Mitglieder, dass wir vorwegnehmen, was wird in den nächsten Jahren passieren, dass wir daraus Szenarien erstellen und dann klar in einfachen Worten zum Ausdruck bringen, so kann es gehen oder so kann es nicht gehen. Ja, und vor allen Dingen, es weckt auf. Ja, ja, es weckt wirklich, ja, auf. Und Wahrheit verletzt ja nie. Nein, sondern nur diejenigen, ja, die Wahrheit nicht hören wollen. Oder vor allem Fakten. Ja, da, ja, bin ich mir mit Klaus Lutz auch, ja, immer einig. Alles, was wir sagen, wir haben immer eine Faktenbasis. Nicht nur Theorie, sondern immer, das sind die Zahlen, das ist die Realität. Und von der abgeleitet oder auch mit Blick in andere Länder, so kann es gehen und so kann es nicht gehen. Und da, ja, sehen wir in Deutschland Sorgen. Aber wir sehen auch die Familienunternehmen bei uns, die unzähligen 410.000 Mitglieder, und die sich bewegen, die sich anpassen, ja, die sich in der Krise dann auch wirklich neu aufstellen. Und das gibt mir Hoffnung und Zuversicht auch für das neue Jahr. Wunderbar. Jetzt würde ich gerne, Sie haben, glaube ich, so ein wunderschönes Treppenhaus. Gehen wir da mal hin? Ein Schmucktreppenhaus. Genau, ein Schmuck, genau. Bitte sehr. Dankeschön. Ja. Wunderschön. Was ist da passiert früher? 1901 haben Sie gesagt, da ist hier was Großes passiert. Jetzt sind wir quasi im Urgebäude der Handelskammer und der Börse. Und wir gehen jetzt sozusagen den Aufgang, wie man ab 1901 zur Münchner und später zur Bayerischen Börse hochgegangen ist. Das machen wir. Der Haupteingang war in München, Maximiliansplatz, das kennt man hier, ja, gut. Und hier ist sozusagen das aufstrebende Bürgertum, die Wirtschaft auch in München, die stolz sein wollte, ja, so eine Art Rathaus für die Wirtschaft und natürlich dann für die Börsianer hier der Aufgang dann später zu ihrem Börsensaal. Hier wurde ja dann tatsächlich gehandelt in Präsenz. Bis 1963 ging man hier zur Bayerischen Börse hoch. Und wir haben jetzt den Aufgang auch nochmal genutzt. Hier ist auch nochmal der Hinweis auf die Gründung der Handelskammern in München und Oberbayern, übrigens durch Ludwig, König Ludwig I. Den Ersten. 1843. Der hat sich lange schwer getan, der wollte eigentlich so ein Beratungsgremium nicht, weil er Angst hatte, dass die es besser wissen. Mhm. Und seine Majestät wusste schon alles besser, war ja sehr von sich aus überzeugt. Hat es dann aber gemacht, weil er gesehen hat, auch in anderen deutschen Landen gab es sowas dann. Und dann hat er sich aber 12 Unternehmer ausgesucht, zu denen er Vertrauen hatte. An der Spitze den Eisenbahnpionier Maffei, den er dann auch zum Präsidenten gemacht hat. Aber wenn man mal schaut, diese 3 Buchstaben, IHK, das I steht ja auch für Innovation. Jawohl. Ja, das, ja, H für Helfen, ja, und das K natürlich auch für Kommunikation. Ja. Das leben Sie ja jetzt wunderbar vor. Ja. Ja. Also einfach, man braucht Ideen, ja, und man braucht vor allen Dingen auch Detailgeschichten. Manche Menschen sagen, das wäre eine super Idee, ja, aber im Detail liegt manchmal das Problem. Also man muss auch Detaildenken haben. Und das ist, glaube ich, auch wichtig, wenn Sie mal im Grunde, Sie haben ein unglaubliches Know-how bei Ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, natürlich bei Ihren 410.000 Mitgliedern. Genau. Dieses Know-how, erzählen Sie doch da mal was drüber. Also, es gibt ja fast nichts, was ihr nicht wisst, oder? Ja, die Welt ist groß. Ja. Wichtig ist ja immer, das zeigt ja auch die Geschichte, dass man sich anpasst, dass man mitgeht, dass man es vielleicht auch vorleben kann, was so kommt, und immer seiner Zeit gerecht wird. Mit 1843 haben wir jetzt nur noch die Urkunde was gemein. Die Arbeit hat sich hier komplett verändert. Wie Sie sagen, wir profitieren von unseren 410.000 Mitgliedsfirmen, die sich bei uns melden mit ihren Fragen und Anliegen, woraus wir wieder lernen, ja, aha, da brennt es jetzt, da drückt es, da müssen wir was tun, da können wir dann eine Initiative starten, eine Veranstaltung, Webinar, müssen wir auf die Politik zugehen. Also diese Kontakte, die wir haben, übrigens so in der Woche sind es 3.000, 4.000 bis 5.000 Anrufe nur, die die IHK München erhält,
die geben uns das Leben, die saugen uns sozusagen den Sauerstoff ein, den wir brauchen, um aktiv zu werden. Es engagieren sich bei uns 12.000 Unternehmerinnen und Unternehmer ehrenamtlich. 12.000 als Prüfer in den Regionen, hier in den Gremien, in den Fachausschüssen, in der Vollversammlung. Das ist genau der Input, den wir brauchen. Und das Besondere ist, wir sind so breit aufgestellt. Ich habe eine Solo-Selbstständige im Präsidium und ich habe einen Vertreter eines großen Konzerns. Wir haben BMW in der Vollversammlung und ganz kleine und mittlere Unternehmen vor allem. Und diese Breite über alle Branchen, das macht schon vieles mit uns. Und daraus wollen wir dann wieder Kompetenz entwickeln und auch bei uns, bei den Mitarbeitern. Wir haben Naturwissenschaftler, wir haben Geisteswissenschaftler, wir haben alle Lehrberufe, Mediziner völlig gemischt, wir haben alles. Ja. Ja, wir haben ja. alles. Ja, ja. Aber was wichtig ist, Sie haben auch eine, also es ist ja wie eine Familie, eine große Familie. Und Sie haben ja unglaublich viel optimistische Menschlichkeit auch. Ja? Wie wichtig ist denn die Menschlichkeit, dass man eben wirklich das Gefühl hat, man redet zwischen Menschen und nicht, jetzt haben wir ein Problem und man redet nur über das Problem, sondern wo man auch sagt, man hat gemeinsam etwas davon. Also das Wie, diese Herzlichkeit oder das Miteinander oder wenn Sie sagen Familie, das passt schon hier, Heimat der Wirtschaft, das ist mindestens so wichtig wie das Was. Denn nur reine Fakten und Informationen weitergeben, da gibt es heutzutage auch andere Möglichkeiten. Ich brauche vor allem vertrauenswürdige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Wenn wir miteinander reden, dass sie sagen, was der Manfred Gössl erzählt, das kann ich nachvollziehen, dem vertraue ich. Das ist für eine IHK ein unbandig wichtiger Wert, Verlässlichkeit, Vertrauen, und das kriege ich nur im Mitmenschlichen. Jetzt stelle ich mal eine ganz dumme Frage, was ist denn so der Unterschied zwischen Google und der IHK? Weil viele googeln ja nur, und sagen Google, aber das sind ja nur immer... Viele googeln und dann kriegen sie ganz viele Texte und sie können sie aber gar nicht mehr einordnen. Also sind das Fakten, die begründet sind? Ist das wirklich wichtig oder ist das auch nur Nummer 10? Aber was ist Nummer 1 und Nummer 2 jetzt für mich das Entscheidende? Und diese Einordnung, diese Einordnung ist wichtig und das Nachfragen. Ja. Vielleicht gibt es das mal Google mit künstlicher Intelligenz. Also du klickst da drauf, warum? Und weißt du eigentlich, dass dann Folgendes für dich besonders wichtig ist? Also Leute, die halt mitdenken, die das Geschäft kennen. Ja. Deshalb haben wir auch 80% unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus den Unternehmen. Die kommen nicht vom Staat, sondern die holen wir aus den Unternehmen. Die müssen das kennen, sonst kann ich nicht gut beraten. Absolut, absolut. Ja, schön. Jetzt würde ich sagen, wo gehen wir jetzt hin? Jetzt zeigen Sie jetzt mir. Würde ich sagen, gehen wir mal in den Handelskammersaal, dort, wo sich auch früher immer die Vollversammlung, die Gremien der IHKs getroffen haben. Und der Raum hat deshalb Charme, weil der neben diesem Schmucktreppenhaus nicht im Krieg zerstört worden ist. Ansonsten ist das irgendwie Gebäude fast vollständig zerstört gewesen. Wie kam das? Also einfach der Überlebte quasi. Der liebe Gott hat da aufgepasst. Wunderbar, sehr schön. Okay, dann gehen wir. Ja, Herr Dr. Gössl, dieses Zitat das kennen wir beide. Wirtschaft ist nichts alles, aber ohne Wirtschaft ist alles nichts. Genau. Lassen Sie uns jetzt mal über das junge Jahr 2023 reden und bitte, dass wir nicht beide verfallen wieder, dass alles so schlecht ist, sondern was gibt es denn Gutes? Also erstmal Gutes, die Energiepreise sind jetzt irgendwie mal gedeckelt, die scheinen irgendwie in Ordnung zu sein, aber es gibt ja viel mehr Gutes. Das wissen Sie natürlich viel besser, denn Sie sind mit 410.000 Mitgliedern, sind Sie also an der Wirtschaft ganz nah dran und nicht nur dran, sondern drin. Aber Sie haben eigentlich schon einen ganz, ganz wichtigen, vielleicht sogar den wichtigsten Punkt jetzt auch für unsere Zuschauer gesagt. Die Tatsache, dass uns das Gas nicht ausgeht im Winter, das ist wie ein Sonnenaufgang, so schön. Ich erinnere mich gut an Wochen, Monate, gerade so Mitte letzten Jahres, wo diese Situation völlig ungeklärt war, wo es auch Kämpfe gab mit diversen Leuten, die meinten, wir sollten freiwillig ein Embargo gegenüber Russland von uns aus verhängen, wo die Unternehmen bei uns waren und sagen, dann ist hier alles aus, dann kann ich alles zusperren, das ganze Lebenswerk, Generationen, alles ist kaputt. Das darf man nicht machen, wie soll denn das weitergehen? Und wo wir uns dann auch gesagt haben, wir müssen alles daran setzen, auch der Politik zu sagen, sie muss alles tun, was sie kann, damit die Energieversorgung steht. Jetzt, Stand heute, können wir sagen, wir kommen gut durch den Winter. Gott sei Dank, es ist ein milder Winter
Und das ist doch eine frohe Botschaft. Absolut. Und genauso wie Sie sagen, also nicht nur, dass wir jetzt Gas haben, dass die Stromversorgung bis dato stabil war, sondern eben auch, dass die Preise im Sinkflug jetzt sind. Wobei, da darf man jetzt nicht zu optimistisch sein, eine Eskalation des Krieges, eine Situation in China, die vielleicht doch wieder zu stärkerem Wachstum führt und schon gehen die Preise wieder nach oben. Das ist das Problem. Wir sind nicht die Herren von uns selber. Wir sind abhängig in der Energieversorgung von Dritten und müssen immer mindestens ein Auge in die ganze Welt abstrahlen. Aber Stand heute, gute Nachricht zum Jahr 2023, es schaut viel besser aus, als wir das noch vor ein paar Monaten erwarten durften. Und jetzt gibt es natürlich auch ein neues Berufsbild, das Sie ja gerade vorleben, und zwar den Beruf des Motivators. Weil den braucht es nämlich. Ja? Ja. Weil Motivation geht ja nur mit guter Kommunikation, absolut, mit menschlicher Kommunikation, mit Emotionen, mit Gefühlen. Also was mir so auffällt, wenn Sie mit mir sprechen, Sie schauen mir immer nicht ins Gesicht, sondern auch in die Augen. Das ist ansteckend, dass man eben einfach merkt, da ist Wahrheit da, da ist Ehrlichkeit da, da ist jemand da, der versteht sein Geschäft. Ja? Und darum ist es auch wichtig, die Motivation. Sagen Sie doch mal was, man muss doch auch einmal die Politik loben. Ja. Die muss man auch mal loben. Also man kann nicht immer, wenn ich mir vorstelle, was da jetzt in Berlin passiert ist, was in Bayern täglich passiert, das sind ja wirklich, das geht ja nicht von 8 bis 5, sondern da ist man unterwegs, das sind Lösungen, die da passieren. Ja. Ihr seid ja nah drauf bei der Politik, aber da muss man doch schon mal sagen, die Politik macht generell doch auch einen guten Job. Ja, da könnte man immer noch sagen, da ist Luft nach oben, das logisch. Kannst du besser, hat der Lehrer früher gesagt. Ja. Ich würde mal beginnen und sagen, tatsächlich ist das so, und zwar je näher die Politik am Menschen ist, desto besser ist sie. Danke. Ja, genau. Das ist so. Und das merkt man dann auch, weil auch Politiker, Politikerinnen das Feedback dann von den Bürgerinnen und Bürgern bekommen und dann schon wissen und besser spüren, jetzt sind wir richtig unterwegs oder wir sind jetzt in unserem Raumschiff einer Partei. Und was wir als IHK dann schon kritisieren oder den Finger in die Wunde legen, wenn jemand Parteipolitik machen will, dann soll er das machen. Aber wir haben die Fakten, was ist zu tun, was soll getan werden, wir haben die Ländervergleiche und dann muss man auch aus Ideologien, aus Parteiideologien raustreten. Das sind doch die großen Politiker, absolut, die dann gesagt haben, wir haben ein Problem. Ich erkläre das meinem Land, ich erkläre das meinen Bürgern. Und dann lasse ich mich auch dafür beschimpfen, wenn ich etwas tue, wovon ich aber überzeugt bin, dass es richtig ist. Und das fordern wir ein. Das erleben wir bei den Kommunen, das erleben Sie bei den Landräten, dass es wirklich Spaß macht, ihnen auch ganz offen sagen, auch den Bürgern, wir kommen da nicht weiter, da wäre der Windradl blockiert, eine Straße wollen sie nicht haben. Aber das muss jetzt gemacht werden. Ja. Und das mache ich jetzt auch. Ja. Und den Wunsch, den haben wir auch an die bayerische Staatsregierung, die übrigens immer ein offenes Ohr hat für Wirtschaft. Ob das der Wirtschaftsminister ist, mit dem ich im SMS-Verkehr ganz intensiv bin, der bayerische Ministerpräsident, andere Minister, Arbeitsminister, Finanzminister ist wichtig, Finanzminister sind immer offen. Wir bekommen jederzeit einen Gesprächstermin und sind auf engem Draht. Das zeichnet uns in Bayern auch aus. In Berlin erleben wir natürlich schon mehr Parteipolitik. Und wenn du 3 Parteien hast, die schon unterschiedlich sind, da zusammenzuarbeiten. Ja, vor allem, da ist immer so auch dieser Einigungsprozess, dass man sich seine eigene Meinung dann irgendwie wieder abnehmen lässt. Ja. Das ist etwas, das kostet denen viel Kraft. Das kostet viel, ja. Loben würde ich sie dahingehend, dass man sagt, die hatten gewaltige Herausforderungen die letzten Monate. Also es findet sich erstmal so eine Dreierregierung, die Ampel mit 3 Farben. Das musst du ja erstmal unter einen Hut bringen. Ja. Du hast die 3 Ideologien und Parteitagsbeschlüsse, die nicht gleich sind. Du hast einen Vertrag geschlossen, einen Koalitionsvertrag, der ein paar Monate, nachdem er abgeschlossen wurde, schon nichts mehr wert war, weil sich die Umfeldbedingungen total geändert haben. Mit dem Krieg, mit dem Thema China, mit USA, mit Protektionismus und so weiter. Und dafür, finde ich, hat es die Bundesregierung gut gemacht jetzt im Krisenmanagement. Was uns fehlt, ist der Plan. Wo wollen wir hin? Und sagt den Bürgern doch bitte die Wahrheit, dass die Ziele, die ihr vorgibt mit der Energiewende, nicht zu erreichen sind. Und dass es etwas länger dauert und dass man deshalb natürlich Erdgas weiter braucht und zwar viel mehr. Dass es natürlich richtig wäre, Atomkraftwerke länger laufen zu lassen, wie alle Länder außen um uns herum.
Nur Deutschland geht diesen Geisterweg und da haben sie halt mehr Ideologie. Aber, und wir müssen das benennen. Aber lieber Herr Dr. Gößl, die Kraftwerke werden weiterlaufen. Das dauert nur ein bisschen, bis es muss entschieden werden. Ja, weil es macht ja auch keinen Sinn, um uns rum sind die Atomkraftwerke. Wir beziehen sogar den Strom. Ja, klar. Wir haben jeden Tag eine App, da gucke ich auch jeden Tag rein und schaue, wie schaut gerade die Stromproduktion in Deutschland aus. An einem Tag wie heute, da weht ein bisschen Wind. Und wenn Sie in Januar und Dezember zurückgehen, da haben Sie so gut wie keine PV-Anlage. Und Deutschland wird auch zukünftig deshalb Backup-Systeme brauchen, die fossil jetzt betrieben werden. Die Länder, die am besten dastehen, die haben eine Kombination, wie die Schweizer beispielsweise, aus Kernkraft und Erneuerbaren. Und dann sind die grün. Und wenn wir das in Bayern hätten praktizieren können, wie bisher, ich darf mal daran erinnern, 2005 haben wir mehr als 40% unserer Stromproduktion aus Atomenergie bezogen. Und wir haben aktuell fast die Hälfte aus Erneuerbaren. Jetzt zählen wir das mal zusammen. 50% erneuerbar, 40% Atomenergie. Wir hätten so gut wie nichts mehr an Fossil und wären clean. Und das ist ärgerlich. Aber ich glaube, die ganze Elektronik hat sich so weiterentwickelt. Ja. Die Sicherheitssysteme, also ich bin jetzt kürzlich aus Asien zurückgeflogen mit dem A350. Der hat also 4 Sicherheitssysteme. Ja. Fliegt also schon ein bisschen höher, Sie hören den gar nicht mehr. Ja. Also auch bei Atomkraft, die Absicherungen sind ja ganz anders wie damals, dieser schreckliche Unfall in Japan. Ja. Aber jetzt lassen Sie uns doch mal ein bisschen optimistischer werden. Wenn man sich einmal die bayerische Wirtschaft anschaut, ist doch ein Traum. Ja, also ist doch ein Traum. Aber warum? Weil wir, das sagen Sie mir jetzt, warum. Weil wir diesen Mix haben bei uns, über alle Branchen hinweg. Und ein Mix ist immer gut im Leben. Ja. Also leg nie alle deine Eier in einen Korb, hat man immer gesagt, sondern verteil das Risiko. Wir haben alle Branchen hier, es ist nicht so richtig dominierend. Handwerk, Mittelstand, große DAX-Unternehmen, ist alles da. Wir haben die Automobilbauer, wir haben aber auch die Chemie und die Pharmazie, wir haben die IT, wir haben die Medizintechnik, eben auch in Süddeutschland zusammen mit Baden-Württemberg. Wir haben ganz, ganz viele kleine Unternehmen. Wir haben Familienunternehmen in erster, zweiter, dritter, fünfter, zehnter Generation. Wir haben hier alles da. Und deshalb bin ich so zuversichtlich für das neue Jahr. Denn diese Firmen, diese kleineren und mittleren, die Familienbetriebe, die zeichnet eines aus. Sie haben sich immer angepasst in der Vergangenheit. Und ich weiß aus den ganz vielen, vielen Gesprächen, sie werden sich auch anpassen an die neuen Situationen. Energie wird teurer, Fachkräftemangel, den kriegen wir nicht mehr weg. Aber sie werden sich anpassen, sie werden sich etwas überlegen und sie werden das auch durchstehen. Und sie haben die Motivation, denn das ist die Familie. Das haben wir immer so gemacht. Wir werden weiter überleben und also da mache ich mir gar keine Sorgen. Das schaffen wir. Absolut. Jetzt muss man natürlich sagen, gerade Sie führen das sehr gut aus, die mittelständischen Unternehmen, die arbeiten eher länger als kürzer. Allerdings. Das ist ja schon etwas, wo man wieder zurück muss und sagen, Arbeit ist schön. Wer Arbeit hat, ist einfach gesund. Und Arbeit gibt es genügend. Absolut. Gibt's genügend. Mehr Arbeit, als wir Arbeitskräfte haben. Definitiv. Ja, das ist doch auch was Schönes im Grunde. Ja. Also ich finde es wichtig, als Botschaft rauszugeben, nicht nur wir müssen länger arbeiten, was wir müssen, sondern wir haben ein Problem weg. Wenn wir uns auch zurückerinnern an das Jahr 2005 unter der Regierung Schröder. Das Problem in Deutschland war, dass wir über 5 Millionen Arbeitslose hatten. Und die Sorge war in der Politik und in der Gesellschaft, das kippt uns weg. Und die Politik hat aus der akuten Not Schröder gegen die Parteiideologie dann die Hartz-Reformen durchgesetzt und hat Deutschland wieder stark gemacht. So. Und Arbeitsanreize wurden gesetzt. Und da müssen wir auch wieder hinkommen. Eine Politik, die den Bürgerinnen und Bürgern etwas lässt von der Arbeit, die nicht dauernd hineinfunkt oder dauernd noch mal Steuern nimmt und von denen, die fleißig sind. Genau, also Bürokratie-Thema ist fast schon sarkastisch, wenn man von Bürokratieabbau spricht. Ja. Die Unternehmen sind da sind sie echt verzweifelt. Es wurde immer mehr und leider wird es auch in dem Jahr noch mal mehr. Es kommen neue Gesetze, Lieferkettengesetze und so weiter. Es wird noch mehr. Lasst uns doch endlich arbeiten und wie Ludwig Erhard gesagt hat, und dann lass den Leuten auch das nötige Geld von der Arbeit übrig. Staat, nimm dich zurück. Und dann wirst du sehen, dass die Leute von sich aus auch wieder mehr tun wollen, ob als Arbeitnehmer oder als Unternehmer. Die Unternehmer wissen halt, ich arbeite für mich, für meinen Laden, für meine Mannschaft, der Spielführer sozusagen. Und diesen
Impetus, den brauchen wir auch wieder bei den Angestellten. Es macht nicht glücklich, nichts zu tun. Und die Leute suchen sich ja dann im Privatleben auch irgendeine Aktivität, weil sonst du bist da und tippelst den ganzen Tag auf deinem Handy oder schaust Fernsehen. Das kann es ja nicht sein im Leben. Also ich bin ganz bei Ihnen. Arbeit macht Freude und es führt dazu, dass man auch noch Geld verdient, mit dem man dann auch wieder gute Sachen machen kann. Lassen wir uns noch mal reden. Die Digitalisierung ist jetzt im Grunde nicht mehr so der Mittelpunkt, sondern jeder weiß, also ich muss mich elektronisch